Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Ein Thema, das wir schon angekündigt haben, das ja nicht nur lustig ist, aber das wichtig ist, weil es zum Leben dazugehört: Trauer. Und mein Gast ist Elisabeth Magerl, ein Wiederholungsgast auch. Ich freue mich auf dieses Gespräch, auch wenn es vielleicht ein bisschen bedrückend ist, aber gerade jetzt in dieser Zeitqualität ist Trauer ja omnipräsent. Obwohl in Zeiten, wo es rundherum Kriege gibt, ist sie sowieso omnipräsent. Aber gerade jetzt um Allerheiligen wird es einfach ein ganz wichtiges Thema. Meine Liebe, herzlich willkommen. Wir werden auch dieses Thema so Dankeschön, behandeln, danke. dass wir und unsere Zuseher und Zuseherinnen am Ende nicht ganz am Boden sind. Meine liebe Trauer, Genau. wir hatten die Idee zu diesem Gespräch war ein Anlass in deinem Leben und Anlass für uns ist ja immer, also jeder Anlass aktiviert unser Urtrauma als Alleingeborene, darauf werden wir auch eingehen. Magst du ein bisschen erzählen, was dich so in die Trauer geworfen hat? Ja, das war wirklich sehr einschneidend, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass noch so viel vergraben war an Trauer bei mir. Als Therapeutin habe ich natürlich schon viel an mir gearbeitet und gedacht, nur, da gibt es jetzt nichts mehr. Ja, Klar. das Und dann kenne ist ich. im Juni meine geliebte Katze Mimi totgefahren worden. Und dadurch kamen so viele alte Trauerzustände an die Oberfläche, noch aus dem Familiensystem, weil da ist ja so einiges passiert auch. In meiner väterlichen Linie gibt es eben Vertreibung mit dem Verlust von der Heimat, von allen Tieren, die damals auf dem Gelände waren. Und ja, mit dem Verlust der ganzen Zukunft praktisch erstmal und mit dem Weg dann ins Ungewisse. Und die Trauer darüber, so viel verloren zu haben, die Heimat verloren zu haben, alles hinten lassen zu müssen, auch Möbel, alles, ja. Nur ein paar ganz wenige Gegenstände sind also mitgenommen worden auf so einem Leiterwagen. Und die stehen tatsächlich jetzt auch bei mir, eine alte Nähmaschine von meiner Oma, dann ein Küchenbuffet, ein Butterfass und das war's dann. Ja. Und vielleicht noch Werkzeug von meinem Opa. Und die Trauer kam hoch, also das hat mich so wie eine Walze überfahren, ja, diese Trauer, weil ich habe mir gedacht, meine Katze war 7 oder fast 8 Jahre bei mir, natürlich bin ich extrem traurig gewesen. Aber ich hatte schon das Gefühl, es geht über diese Trauer hinaus, und zwar weit darüber hinaus. Und dann kam Trauer hoch aus meinem mütterlichen Familiensystem. Mein mütterlicher Opa, der wurde von seiner Mutter hier bei uns alleine gelassen, wie er 6 Jahre alt war. Und sie ging dann nach München, hat da wieder geheiratet. Und er war sehr alleine natürlich, klar, mein sechsjähriges Kind, ja. Und er hatte teilweise so Hunger, dass er Kartoffelschalen vom Misthaufen gekratzt hat. Und es war natürlich eine ganz schlimme Zeit für ihn, ja. Aber es muss für diese Uroma auch ganz schlimm gewesen sein. Sie musste sich scheinbar entscheiden zwischen ihrem Sohn und diesem neuen Mann. Und sie hat sich dann für diesen Mann entschieden, ja. Und den Sohn hatte sie unehelich. Und diese Trauer kam hoch, dann karmische Geschichten, also wo ich dann Kinder verloren hatte, und zwar mehrfach scheinbar. Und es ging wirklich jetzt über Monate. Es war wirklich den ganzen Juli, den ganzen August, den ganzen September fast, bis ich mich so langsam wieder irgendwie eingekriegt habe. Und dadurch ist mir einfach bewusst geworden, dass ich genau dieser Trauer immer aus dem Weg gegangen bin. Weil mir ist schon mal ganz extrem viel Trauer hochgekommen, und zwar hatte ich mit einem spagyrischen Mittel experimentiert. Und der Chef von dieser Firma hat zu mir nur gesagt, nimm es nicht zu früh, du bist noch nicht so weit. Und ich dachte mir, ja, was soll da schon rauskommen dabei, so als Spagyrik-Neuling? Und habe mich da am Abend kräftig eingesprüht damit und dachte mir, na, schauen wir mal, was ich träume und so.
Und am nächsten Morgen werde ich rotz- und wasserflennend wach. Ich habe so geflennt, dass ich nicht mehr gerade gehen konnte. Ich bin mehr oder weniger in meine Küche gekrochen, wollte mich hinstellen, bin aber dann am Kühlschrank wieder runtergesackt auf den Boden. Ich konnte nicht stehen vor lauter Flennen. Und dann dachte ich mir, gut, dann ist mir eingefallen, ich habe mir das Zeug aufgesprüht. Und da ging es um Trauer vor den Ahnen. Weil spagyrische Mittel kann man ja auch je nach Herstellungsweise schon auch praktisch als homöopathische Hochpotenz einsetzen. So, und genau das ist mir passiert. Und dann ist mir schon eingefallen, was das gewesen sein kann. Und da ging es um da ging es um die Mutter meiner mütterlichen Oma. Und die hat 1944 im Krieg zwei ihrer Söhne verloren und ihren Mann. Alles innerhalb ganz kurzer Zeit. Also drei Männer. Und die Trauer von ihr, die muss so schlimm gewesen sein, aber sie hatte noch andere Kinder, sie konnte sich auch nicht so wirklich um ihre Trauer kümmern. Aber das waren die einzigen beiden Söhne, dann hatte sie noch vier Töchter. Und wir wissen ja, was den Söhnen was denen für ein Gewicht beigemessen wurde, dass es ein Sohn ist, ja, unbedingt. Die haben ja die Familie aufrechterhalten und die waren die Altersversorgung von Eltern auch, ne? Aber gut, das kam hoch, diese immense Trauer von ihr, nur von ihr, ja. Und ich konnte es dann bearbeiten. Ich habe mich dann geklopft mit diesem EFT oder MFT, auch Mentalfeldtherapie nach Dr. Klinghardt. Und dann ging es auch wieder. Und mir kam es so vor, aber ich konnte diese Trauer kaum aushalten, ja. Also ich musste das so schnell wie möglich behandeln, weil das war so markerschütternd, dass ich diese Trauer unbedingt loswerden wollte. Und ich dachte mir dann, ja, das ist es jetzt auch, weil so eine Trauer kann man ja nicht nur mehr erleben, weil, ja. Dann hatte ich allerdings vergessen, dass mein Vater ja seine Heimat verlassen musste, auch seine Eltern, ne? Das kam dann eben dann später hoch. Aber so, Ja. glaubst du nicht, dass du oder dass wir besonders empfänglich sind für Trauer auch aus der Ahnenreihe, weil die haben ja praktisch zumindest die meisten Familien, aber dass wir Alleingeborenen besonders resonant sind dafür und besonders empfänglich. Und wenn jetzt irgendwas passiert, wenn wir irgendwem oder auch irgendetwas verlieren, dann kommt nicht nur die aktuelle Trauer hoch, sondern gleich der Schub mit all das, was da noch quasi hängt. Ja, ich denke, also man könnte auch sagen, dass wir vielleicht emotionaler sind. Es gibt Menschen, die sind nicht so besonders emotional, die reagieren auch nicht so heftig. Die gibt es also definitiv auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese alleingeborenen Zwillinge sehr viel Weltschmerz überhaupt in sich tragen. Trauer ist ja quasi unser Lebensbegleiter, ja? Wir beginnen ja unsere Inkarnation mit einem Verlust, ja? Ja, schon mit Dass die Trauer, nicht genau. wirklich verloren sind, weil sie eh da sind, ist wieder eine andere Geschichte. Aber das Erlebnis, da muss ich auch loslassen, dieses Loslassthema, ja, hat ja auch ganz, ganz eng mit Trauer zu tun. Ich Es glaube, dass gibt meiner Erfahrung nach allerdings auch alleingeborene Zwillinge, die sind froh, dass der andere Zwilling gestorben ist, weil da ging es um Täter-Opfer-Geschichten, also da ging es um alles Mögliche, Rache, Flüche, wir. Verwünschungen. Aber das meiste sind tatsächlich Trauer und Trauma und Liebesgeschichten. Das stimmt schon. Ja. Weil das ist ein Teil von uns. Also Ja. Zwillinge erleben sich ja, also das glaube, das ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube, dass diese Geschichten, auch die Konkurrenzgeschichten, dass das zwei oder drei oder mehreiige Mehrlinge sind. Also bei Eineiigen, glaube ich, ist sowas. Passt so, also gefühlsmäßig passt es nicht, aber ist im Endeffekt wurscht. Also die meisten von uns haben Trauer quasi als Im Pinkel Rucksack. mitgekriegt und sind auch empfänglicher dafür, ja. Auch für das, was in der Welt passiert an Trauer, ja. Also wir brauchen nur überlegen, wenn irgendwas passiert auf der Welt und ich schaue mir sehr wohl Nachrichten an, weil ich lebe da in dem Kulturkreis, also ich bin nicht irgendwo in einer Höhle im Himalaya.
Aber ich nütze die Zeit, um dann einfach Liebe, Licht, Energie, Trost hinzuschicken. Ja? Aber also ich merke zum Beispiel auch bei diesen Überschwemmungen, wir haben es im Vorfeld kurz besprochen, also da ist so eine Trauer in mir hochgekommen und das ist ja ähnlich wie die Geschichte in deiner Familie, ja, dieses alles verlieren, ja, junge Ehepaare Haus baut und das sauft dann ab, ja, vor ihren Augen zum Teil, ja, also das ist schon, das ist eine existenzielle Erfahrung, ja, und das, also Absolut. ich möchte es deswegen so behandeln heute, weil ich es wichtig finde, dass wir erkennen, das, was ich jetzt an Trauer empfinde, ja, ist nicht nur die aktuelle Trauer, sondern da hängt so viel dran. Das ist so wie eine Traube. Ja. Es macht es ja nicht unrichtig, ja, und hebt es ja nicht auf, aber zu erkennen, das ist ein Teil von der aktuellen Trauer. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wie mein Vater gestorben ist, obwohl ich gebetet habe, dass er gehen kann, ja, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um überhaupt wieder in meine Mitte zu finden, ja, weil mich die Trauer übermannt hat, wirklich übermannt, ja, also ich war völlig aus meiner Mitte, ja, und das war sicher nicht gesund, also ich bewerte es nicht, aber ich verstehe heute, das war nicht nur die Trauer um meinen Vater, sondern er war in einer anderen Inkarnation, war ich die Mutter, war er der Sohn und ist in meinen Armen gestorben. Die kam mit und die Mehrlinge, die ich verabschieden durfte. Also da ist so viel Trauer. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, Moment, was ist jetzt aktuell wirklich zu leben? Und was darf ich lösen? Ja, das sind für mich zwei Prozesse. Ja. Ja. Übrigens ist mir im Zuge meiner Praxisarbeit aufgefallen, dass bei Frauen, wenn man also tiefer gräbt mit der Trauer oder hinter der Trauer oft tatsächlich Wut steckt, auch, auch manchmal hilflose Wut. Und bei Männern, die oft irgendwie burschikos oder auch wütend auftreten, hinter denen ja, oder hinter deren Wut steckt dann die Trauer. Ich hatte mal einen, ja, das war so ein, ich würde es nicht irgendwie pauschalisieren, aber so wie man sich so ein Motorradfreak vorstellt, ne? Also Glatze, Ringe, Piercing da und Piercing in der Nase und tätowiert von oben bis unten. Und das habe ich gesehen, weil es Sommer war und er war ja kurzärmlich da. Und ich war auch ganz überrascht, dass der meine Hilfe gesucht hat. Da ging es tatsächlich auch um was Familiensystemisches. Und ich hatte wirklich ein bisschen Bammel vor dem, weil der kam irgendwie so wütend an. Und dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich jetzt mit dem arbeiten, wenn ich mich selbst schon fast fürchte, ja? Und das hat keine drei Sätze gedauert, dann hat der geflennt. Dann kam die Trauer schon durch, hinter seiner Wut. Und da steckt ja natürlich schon ein ziemliches Familiendrama dahinter, auch von seiner Vaterseite. Und da ging es auch um Krieg, da ging es um Missbrauch, da ging es um alles Mögliche. Und der hat scheinbar nur tatsächlich jemanden gesucht, der ihm dabei hilft, dass er an diese Trauer endlich mal ran darf. Und es ging ihm dann tatsächlich nach dieser ersten Sitzung schon besser gleich. Wir haben dann nur so drei, vier Mal gearbeitet und dann war es auch irgendwie gut. Dann war er irgendwie auch, er ist dann viel friedlicher dahergekommen, ja, so aufgetreten. Also man hat den Unterschied dann schon deutlich gemerkt. Also so wie du gesagt hast, mit dem spagyrischen Mittel, wie da diese eine spezielle Trauer hochgekommen ist, ich glaube, oder vielleicht ist es auch so, dass jede aktuelle Trauer irgendwas Altes hochholt und mitbearbeitet, mitbespielt, sage ich lieber, werden darf, um quasi das Alte aufzuräumen. Ja? Also wenn es mir gut geht und ich in meiner Mitte ruhe, habe ich ja keinen Auftrag und stehe ja gar nicht in Resonanz mit alten Trauergeschichten. Darum braucht man immer so unter Umständen kleine Anlässe. Ich meine, ein Tier zu verlieren ist kein kleiner Anlass, aber es ist natürlich eine andere Trauer als eine Existenz zu verlieren zum Beispiel, ja. Ja, klar. Also da gibt's schon Abstufungen, ja. Aber offensichtlich brauchen wir diese
Nadelstiche, um dann wirklich quasi zu erkennen, Moment, da ist ja noch was in der Tiefe, ja. Und auch, das ist so, wie wir immer sagen, diese Zwiebelschalenartig, ja. Ich glaube einmal, naja, jetzt habe ich es geschafft, ja, jetzt habe ich alles gelöst, ja. Naja. Also ich glaube, wenn wir über die Regenbogenbrücke gehen, werden wir alles gelöst haben, ja. Drum sind wir ja noch da, ja, und dürfen weiter lösen. Also die Empfehlung an all die im Moment vielleicht auch Trauernden. Also erstens mal würde ich, wenn ich ein Menschen oder ein Tier verloren habe oder gehen lassen musste, einfach den Dialog der Hände machen. Das ist für mich immer die schönste Version. Oder anders Kontakt aufnehmen. Ja? Weil das tröstet schon. Also wie ich dann mit meinem Vater Kontakt aufnehmen konnte und seine Botschaften, also speziell das Buch, das er da heruntergeladen hat. Also er hat es in meinem Feld deponiert, ich konnte es dann erst herunterladen. Da ist mir um vieles besser gegangen, ja. Aber es war vorher nicht möglich, weil ich völlig, und wenn ich damals schon verstanden hätte, dass das nicht nur die Trauer um ihn im Hier und Jetzt war, sondern dass da eine Riesentraube quasi, wie wir ganzes Pilzmyzel hat sich das, also ich habe das Gefühl gehabt, so wie du gesagt hast, die hat mich wie ein Tsunami überschwemmt, diese Trauer, ja. Und da ist, glaube ich, wichtig, wenn sowas passiert, dass man erkennt, Moment, da ist das Aktuelle und da ist noch vieles nachgekommen, weil ich glaube, dass wir es anders bearbeiten, bespielen, anders lösen. Also ich glaube, wir brauchen auch andere Instrumente, ja? Also ich für mich kann sagen, ich glaube nicht, wenn die Mimi nicht gestorben wäre. Ich glaube nicht, dass ich so den Mut gehabt hätte, so schnell an die Trauer ranzugehen. Ganz ehrlich. Genau, das Aber wir dadurch, weil brauchen ich so immer, lange, ja. ja, und dadurch, weil ich so lange aufgeschoben habe, scheinbar, wobei mir das nicht bewusst war, das ist mir erst dann bewusst geworden, dass ich diese Trauer aufgeschoben habe, also die Lösung dieser Trauer, kam die dann auch so dermaßen geballt daher. Weil da kam alles auf einmal so ungefähr daher. Ja. Und es ist zwar, denke ich mir, schon immer noch was zu bearbeiten, weil ich merke schon, wenn ich zum Beispiel mir auf YouTube irgendwas anschauen möchte, dann macht er gleich irgendwie, so machen so ein paar so Seiten auf. Und immer ist irgendwie ein Tier dabei, das irgendwie so mit hängendem Kopf dann so abgebildet ist, wo ich mir denke, ja, das ist schon wieder irgend Ja. so armes Viecherl. Aber ich vermeide wirklich, es anzuschauen, weil es keinen Sinn macht. In dem Moment. Es macht keinen Sinn, wenn ich mir das anschaue. Es zieht mich nur sowas von runter. Und deswegen vermeide ich auch wirklich und solche Nachrichten. Und manche sind angeblich auch sogar inszeniert. Ja. Also ich habe schon gehört, dass Natürlich. sowas auch inszeniert wird. Und es tue ich mir nicht an. Ja. Na, Und aber das ist daran merke ich, dass noch immer irgendwas steckt. natürlich, Ja. natürlich. Also wie gesagt, ich glaube, geheilt sind wir dann, wenn wir abgeschlossen haben, die Inkarnation, ja. Und ich glaube, dass wir, also Gott, die Generation, also deine und meine, du bist ja doch noch um einiges jünger, ist sicher angetreten, um da in der Ahnenreihe auch zu klären, zu läutern, zu putzen, quasi, ja. Also wir wollten wirklich einen großen Bereinigungsprozess. Also wir stellen uns praktisch zur Verfügung und vor allem das, was wir über uns lösen, wirkt ja heilsam auf unsere Ahnen, auf die Nachfahren, ja, und auch auf Nachfahren, die wir in anderen Inkarnationen gezeugt haben, wenn das Genau. nicht länger als so 6, 7 Generationen her ist. Also Ja. wir heilen, wenn wir uns heilen, die Welt. Genau. Und Genau ich so finde, kann das man ist, sagen. ja, das ist wichtig, also gerade denen auch ans Herz zu legen, die immer nur für andere da sind, ja, also die sich selber auch gar nichts gönnen, ja. Ja. Also die sich weder die Zeit noch auch die finanziellen Mittel quasi zur Verfügung stellen, um in sich selbst quasi Heilung zu bringen, ja. Ja. Also wenn man dann denkt, dass man immer auch für andere mitheilt, dann hat man vielleicht eher die Motivation, ja. Ja, es ist sehr tröstend, vor allem, ich sag mal, für Mütter ist es sehr wichtig, weil das, was Mütter machen, und je kleiner die Kinder sind, umso schneller wirkt es auch auf die Kinder, Ja. was Mütter machen. Es wirkt immer auf die Kinder, aber auf die kleinen Kinder fast unmittelbar. Deswegen ist es, finde ich, schon fast in der Verantwortung von jeder Mutter, als Dreh- und Angelpunkt in jeder Familie dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Und dass eine Mutter berechtigt ein bisschen egoistischer sein darf, sich Freiraum schaffen darf.
Und die Familie muss lernen, sich einfach danach auch zu richten und das ernst zu nehmen. Ja, und aber es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man sich vorstellt, wie breit diese Heilwirkung ist, die von jedem Einzelnen ausgeht. Ja, ob das jetzt du bist oder ich. Und eben, dass es die Welt heilt und dass wir dann praktisch damit ein großer Faktor für die Heilung dessen sind, was jetzt und in der Zukunft vor sich gehen wird, ja. Ja, also ich denke, die Erde kann erst aufsteigen in höhere Dimensionen, wenn sie leicht ist, ja, mit dieser Beschwerung. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade in diesen Kriegstagen, Kriegszeiten, auch sehr viel Altes nochmal hochkommt aus den Kriegen in unserem Kulturkreis, ja. Ja, Also da ganz viel. kommt einfach vieles hoch und das dürfen wir alles heilen, ja. Aber ich glaube, dass wir es leichter heilen, wenn wir nicht selber gerade drinstecken. Und darum, also für mich, ich mache es jetzt so, wenn Trauer hochkommt aus einem aktuellen Anlass, dann löse ich mal die aktuelle. Und aus der gelösten, aus der geläuterten, aus der befreiten Position kann ich dann das Alte, was mit hochgekommen ist, auch heilen. Aber das sind, also für mich sind das zwei Schritte, ja, weil in der Ja. Trauer selber, ja, da sauft man in Tränen im Endeffekt, ja. Ich meine, es zeigt sich ja auch im Außen durch das viele Wasser, was oft stellenweise runterkommt, ne? Wasser steht für Tränen und Ja. Trauer. Das ist, ich sage, es ist wie wo oben so unten, so wie innen, so außen. Und wichtig ist nur, dass man sich tatsächlich, also man braucht ein bisschen Mut und dass man sich aber den Mut erlaubt, so belastende Gefühle wie eben Trauer tatsächlich zuzulassen und anzuschauen, weil sehr, sehr oft ist es tatsächlich auch nicht unsere eigene Trauer, sondern eine übernommene, ja, oder auch karmisch. Aber das hat ja auch mit uns jetzt nichts mehr zu tun. Wir sind dann nicht mehr der Mann oder die Frau, die wir vor ein paar hundert Jahren waren, ne? Wir sind in einer völlig anderen Existenz. Aber das Ego haben wir halt mitgenommen, ja. Also ich denke eben wichtig zu unterscheiden, welcher Anteil ist aktuell und welcher Anteil kommt mit. Zuerst den aktuellen zu lösen, zu befreien, ja, um eben aus den Stresshormonen auch rauszukommen. Ich kann das Genau. ja medizinisch erklären, ja, Ja. weil wir dann erst wirklich unsere Fähigkeiten zur Verfügung haben und dann schauen, aha, hier und jetzt ist das hochgekommen, wie kann ich das angehen? Ja? Und da gibt es verschiedene Techniken, also du bietest dir einiges an. Das heißt also, wenn jemand gerade von ihrer Trauer überschwemmt wird, kann sich der oder die an dich wenden und du kannst auch helfen, in die Tiefe zu gehen. Ja? Ja. Also, wir sind ja ständig damit befasst. Also, wir beschäftigen uns ja ständig damit. Ja, das ist unser Job. Aber wenn jemand einfach von vielem nichts weiß und da passiert irgendetwas, ja, und da kommt jetzt nicht nur eine normale Trauer, eine Trauer, wo man sagt, ja, das ist irgendwo angemessen hoch, sondern zu viel, ja. Und der oder die kennt diese ganzen Mechanismen, die da mitspielen, nämlich all das, was da mitkommt, ja, auch in der Gesetz der Resonanz, auch eben von der Welt, ja, all die Trauernden, die jetzt, also zum Beispiel, wenn ich meinen Partner verliere, warum auch immer, ja, sei es durch Tod, sei es durch Trennung, ja, ist Trauer da, ja. Und wenn ich jetzt sehr sensibel, sensitiv bin, ja, schließe ich mich ja an ein Trauerfeld von all denen an, die weltweit im Hier und Jetzt, ja, nicht nur, sondern generell, ja, Auch einen Partner verloren haben. einen Partner Ja, verloren. klar. Und ich finde es so wichtig, das zu erkennen, weil wir das dann wirklich scheibchenweise lösen können, ja. Und das Schöne ist, alles, was gelöst ist, was geheilt ist, ist geheilt. Es braucht nimmer mehr wiederkommen. Es gibt noch genug, was in der Tiefe noch wartet, haben wir ja beide. Also ich merke das auch immer wieder, wenn man denkt, aha, interessant. Ich habe es eben vor allem in Bezug auf die Depression jetzt erlebt, haben wir eh gesprochen drüber. Aber Trauer ist der Depression ja sehr verwandt. Die sind ja oft wirklich, kommen ja oft gemeinsam. Und gerade jetzt in der Zeit um Allerheiligen ist einfach so, da gehen die Leute am Friedhof und dann kommt das wieder.
Ja, und es gibt genug Grund für Trauer in der Welt. Und wenn jemand Hilfe möchte, weil er oder sie sagt, ja, das ist mir ein bisschen zu groß, da mag ich gern, dass mich jemand an der Hand nimmt, dann kann er oder sie sich an dich wenden, ne? Was einmal wichtig ist, dass man den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl kennenlernt. Weil Mitleiden heißt, man teilt das Leid mit jemandem und da lügt der Volksmund definitiv, weil geteiltes Leid ist doppeltes Leid und nicht halbes Leid, weil Genau. geteilte Freude ist auch doppelte Freude. Ja. Und dass man ins Mitfühlen geht und nicht ins Mitleid. Und das, da kann ich habe jetzt einen Hund, nachdem meine Katze verstorben ist. Jetzt ganz aktuell habe ich jetzt einen kleinen Hund, einen bosnischen Straßenhund, der auch geschlagen wurde. Und ich muss sehr aufpassen, nicht ins Mitleid zu verfallen und ihn dadurch zu sehr zu verwöhnen, ja, oder falsch zu erziehen. Und natürlich bekommt er ganz viel Liebe, aber ich versuche einfach, das zu nehmen, was ihm passiert ist, und aus dem, was wir jetzt haben, das Beste zu machen. Bei einem Hund geht das. Also wir haben einen Kater, der auch viel erlebt hat. Und der, also Katzen erziehen geht gar nicht. Ist aber gar nicht wichtig. Aber bei einem Hund ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, ja. Naja, der Hund ist. Oh, Ja, er jetzt haben wir meldet gerade sich gehört. gerade. Ja. Ja. Ja, meine Liebe, also ich glaube, ein aktuelles Thema, ein wichtiges Thema. Und ja, wenn sich jemand an dich wenden möchte, die Daten sind unterhalb von diesem Video. Und ich danke dir jetzt mal. Es wird sicher nicht unser letztes Gespräch sein. Ich freue mich auch auf weitere. Und ja, dir danke fürs Dabeisein, fürs Mitschwingen. Wenn du gerade in der Trauer bist, hoffe ich, dass du ja vielleicht profitieren kannst von diesem Gespräch und erkennen kannst, was da vielleicht mit hochgekommen ist. Und wenn du gern Begleitung magst, Elisabeth nimmt sich sicher Zeit. Danke Kann ich dir. noch einen Abschlusssatz Aber sagen? natürlich. Also Entschuldigung erstmal, dass der Hund jetzt gekläfft hat. Das war so brav die ganze Zeit. Aber ich wollte noch sagen, habt wirklich den Mut, habt den Mut, euch das anzuschauen, weil es befreit wirklich sehr. Und es tut einfach gut, wenn man so Lasten nicht mehr tragt. Und es ist auch sinnvoll, die Ahnen um Erlaubnis zu bitten, dass man deren Leid loslassen will. Weil es gibt schon auch Ahnen, die sind oder waren so drauf, dass sie gesagt haben, warum sollt ihr es leichter haben wie wir? Also die einem das nicht zu gönnen unter Umständen, dass man es leichter hat und auch leichter haben darf, weil das ist jetzt unser Leben. Und ich habe so Sätze tatsächlich schon gehört. Warum sollt ihr es leichter haben? Ja, aber von denen darf man sich dann distanzieren. Ja, aber das darf man auch frei von Schuldgefühlen, das ist wichtig. Wir Ja. dürfen uns erlauben, dass es uns besser geht als unseren Ahnen, und zwar frei von Schuldgefühlen denen gegenüber, weil sie auch von uns profitieren, wenn es uns gut geht. Wichtiger Hinweis, ja. Ja, das war mir jetzt nur wichtig. Ja, na, ich danke dir. Ich danke dir Danke auch dir. und danke an die Zuhörer. Ja, danke.